Mal rein. So, liebe Clubmitglieder, jetzt sind wir einmal bei YouTube mit unserem Videotagebuch und wie immer morgens schauen wir einmal auf die Märkte. Ich muss mich auch hier erstmal wieder ein wenig akklimatisieren. Okay, wir sehen hier direkt schon 8:33 Uhr. Wir sind bei der magischen Big Number 13.600 und die wird dann auch unsere erste aktuelle Box sein. Das würde bedeuten, bei 13.607 gehen wir long, bei 13.592 gehen wir short. Wie waren am Freitag die Blue Boxen? Wir haben ganz zum Schluss die etwas größere und das Regelwerk bleibt auch im Februar für mich zumindest festgehalten. Alle Boxen, die kleiner sind als 30 auf dem Minutenchart, werden genommen. 28er ist sauber in den Gewinn gelaufen. 96er ist zu groß auf dem Minutenchart. 86er, 32er. Das heißt, wir haben am Freitag auch wirklich richtig große Blue Boxen hier getätigt. Freitag haben wir was mit dem Umzug zu tun. Das heißt, ich habe Freitag gar nicht auf die Charts geschaut. Gehen wir mal in die Vola-Boxen rein. Und ich mache dort mal, gehe auf den 5-Minuten-Chart. Dort sehen wir am Start einmal runter, dann einmal rauf, dann einmal runter, einmal rauf, dann hier noch einmal runter. Also da waren einige Trades da, die man traden. So ist es, Thomas. Sehr ruppige, schnelle Bewegung. Da kriegt man auch Slippage rein. Ist jetzt am vorbörslichen Hoch. Da muss er einmal drüber ausbrechen. So, wir sind short. Der erste Trade. Ich vermisse meine junge Dame, die mir das ankündigt. Pending Box ausgeführt. Ja. Okay, wir sind short. Das ist der erste Trade. Jetzt 9:09 Uhr. Wir haben die 13.600er Marke und nach wie vor ändert wir unser Stil nicht. Erst im zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt. Das würde bedeuten, erst ab 13.607. Ansonsten lassen wir diesen Trade hier durchlaufen. Also für unser Videotagebuch ist das der erste Trade hier. Heute Morgen Uhrzeit 9:09 Uhr. Und wir sind raus. Also, die Reise geht weiter. Erster Trade im neuen Büro. Und wir bereiten uns wieder auf die Big Number vor. Und es geht in den nächsten Trade rein. Ich verabschiede mich zumindest bei den YouTubern oder die unser Videotagebuch sich anschauen. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter.